Friedrich Küppersbusch zerstört den grünen nahen Think Tank Liberale Moderne. Jedenfalls wurde mir das auf Twitter allenthalben versprochen. Also ich habe zig große Accounts gesehen, die das retweetet haben. Ich habe auch schon Proletopia gerade erfahren, dass der in seinem Stream darauf reagiert hat. Wir reagieren auf das Video von Küppersbusch hier jetzt auch noch. Das ist ein ganz normaler Tag bei uns im Büro. Und das war ein ganz besonderer Tag bei uns im Büro. Ey Friedrich, da hat jemand angerufen wegen Zentrum Liberale Moderne. Was dann kam, war Journalistenweihnacht. Der Anrufer entpuppte sich als Whistleblower. Vor gut einem Jahr hatten wir über das Zentrum Liberale Moderne berichtet. Es hält sich selbst für eine Nichtregierungsorganisation, wird jedoch mindestens zur Hälfte vom Ja, ist ein grünener Think Tank, gegründet von Ralf Füchs und Marie-Louise Beck, zwei bestens vernetzten grünen Politikern, und wird zu einem Gutteil vom Bundesfamilienministerium, also das grün geführt ist, finanziert. Staat finanziert. Es ist lupenreine Korruption. Schaut euch das erste Video von Friedrich Küppersbusch an oder die zahlreichen Berichte der Nachdenkseiten darüber. Es nennt sich Think Tank, Debattenplattform und Sammelpunkt für Freigeister. Doch nach außen debattieren ja immer nur zwei. Das Ehepaar der beiden Grünosaurier, Marie-Louise Beck und Ralf Füchs. Unser Whistleblower stellte sich als alter Weggefährte der beiden raus. Auch er, ein Freigeist, der gerade dabei war, bei Lipmod zu verzweifeln. 2017 gründeten die beiden Premium-Freigeister eine gemeinnützige GmbH. Sie sollte die starksiege Koalitionsidee Jamaika vorbereiten. Völlig überraschend hieß ihr Think Tank dann trotzdem nicht, ja, Maika, macht das Würstchen, Entschuldigung, sondern Zentrum Liberale Moderne. In der Berliner Reinhardtstraße 15 können Sie gar nicht verfehlen, neben Bundesgeschäftsstelle FDP Reinhardtstraße 14. Unsere gereiften Start-Upper gewannen schnell an Einfluss und Geld. Schon zwei Jahre nach Gründung erhielt Lipmod 300.000 Euro Förderung aus dem Bundespresseamt. Institutionell, das heißt ohne bestimmtes Projekt. Das verblüfft bei einer gemeinnützigen GmbH, die schon in den ersten Geschäftsjahren stramme Bilanzgewinne ausgewiesen hat. Finden die Haushälter des Deutschen Bundestages auch und erhöhen den Zuschuss für Lipmod ab 21 auf 500.000 Euro. Das war damals noch die GroKo. Also das zeigt, dass das hier einen überparteilichen Rückhalt für dieses grün-nahe Netzwerk gibt. Also es zeigt, wie gut die Altparteien untereinander verflochten sind. Also die Große Koalition, woran die Grünen damals noch nicht beteiligt waren, hat dieses Projekt auch schon massiv unterstützt. Das zeigt auch, dass mit der CDU in diesem Land absolut nichts besser werden würde. Pro Jahr. Aus Steuern. Solcher Art gerüstet übernimmt die kleine Meinungsmanufaktur gerne auch weitere Staatsaufträge, wie den, sich regelmäßig in ansprechender Funktionskleidung vor der deutschen Botschaft. Da schreibt gerade einer, wie viel Geld für die grünen Woke-Fanatiker ausgegeben wird. Ja, ja, das ist bei Lipmod tatsächlich gar nicht mal der Schwerpunkt. Also die sind sicherlich auch woke, das ist sehr wahrscheinlich. Aber der Schwerpunkt ist bei denen das Sichern des transatlantischen Bündnisses. Also Lipmod steht fest an der Seite des transatlantischen Bündnisses. Den Kiew. Also Lipmod hat ja, wie Küppersbusch das gerade richtig erklärt hat, anfangs sich dafür eingesetzt, die Jamaika-Koalition vorzubereiten. Also eine Koalition zwischen CDU, FDP und Grün. Die Jamaika-Koalition war ja ein Gegenprojekt zur Rot-Rot-Grün. Also die Grünen hätten ja zwischen 2013 und 2017 mit SPD und Linken regieren können. Nur die Linken, die hatten damals halt noch den Sarah-Wagenknecht-Flügel, der sehr NATO-kritisch war. Und Lipmod war klar auf dieser transatlantischen Linie, auf einer Linie, die gesagt hat, wir dürfen die NATO auf keinen Fall kritisieren und Aufrüstung ist gut und richtig. ...zu fotografieren. Auf seiner Website weist Lipmod bald ein halbes Dutzend Ukraine-Projekte aus. Ukraine verstehen, Ukraine in Europa, Ukraine Insights, Ukraine in der EU, Ukraine in Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel auch nicht öffentliche Treffen mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments. Finanziell gefördert wird diese Arbeit von einer nicht näher benannten Parteifreundin im Auswärtigen Amt. Eine fruchtbare Zusammenarbeit ohnegleichen. Beziehungsweise ohnegleichen, spätestens die Vetternwirtschaft-Affäre im genauso grünen Wirtschaftsministerium weckte den Argwohn politischer Gegner. Denn der Einfluss unserer beiden Gründer in vorderster Missionarsstellung wächst. Im Bundestagswahlkampf 21 überrascht der grüne Kandidat Habeck mit einem Tabubruch aus der Ukraine.
Waffenlieferungen, fordert er. Gegen Recht, Gesetz und alle grünen Prinzipien. Unter diesem Helm steckt immer ein kluger Kopf oder eben... Bevor wir gleich zu den weiteren Äußerungen von Lipmott zur Ukraine kommen, die sehr relevant sind, schauen wir uns mal an, was Lipmott-Gründerin Marie-Louise Beck vor einiger Zeit auf Twitter geschrieben hat, nämlich im März diesen Jahres. Eine entzückende, hochkreative junge Frau. Ihr Mann, Lehrer, kämpfte mit Azov für ein Leben in Freiheit statt unter dumpfem russischem Terror. Es sind oft die Besten, die bereit sind, ihr Leben für Würde und Freiheit zu geben. Sie kämpfen auch für uns. Azov war ein Neonazi-Bataillon. Also jetzt ein Neonazi-Regiment, das von Andrei Bielecki gegründet wurde, der früher mal davon schrieb, dass die Ukraine sich im finalen Kreuzzug aller weißen Rassen gegen das semitisch geführte Untermenschentum befindet. Also das ist jetzt ein Zitat. Das hat Andrei Bielecki, der Gründer von Azov, geschrieben. Also das sind wirklich ja absolut Rechtsextreme. Und solche Leute kämpfen für ein Leben in Freiheit und Würde. Ja, also die junge Welt hat Marie-Louise Beck nach diesem Post zur Nazi-Hätschlerin des Tages ernannt. Ich finde den Artikel leider nicht mehr, der ist leider hinter einer Paywall, aber der Tweet hier genügt, glaube ich. Also, man schreibt es gerade in einer im Chat, sie kämpfen auch für unser Lithium. Bielecki-Versteher. Nicht nur Bielecki-Versteher, Bielecki-Bewunderer. Also das hier drückt schon eine sehr starke Unterstützung für die Ideologie von Azov aus. Und ja, also dieser ukrainische Rechtsextremismus, der wurde vom Westen ja bewusst gefördert, um in der Ukraine so einen starken Nationalismus zu schaffen, der sich eben gegen Russland richtet. Man wollte aus der Ukraine ein Anti-Russland machen. Das hat man seit 2014 geschafft. 2014 hat man mit dieser Ideologie sich schlicht und ergreifend durchgesetzt. Also jetzt nur mal so im Rande. Diese Leute kuscheln mit Faschisten. Sie finden Faschismus total gut, wenn der dem westlichen, ja, wenn der den westlichen Interessen dient. Also diese Leute sind absolut skrupellos. Und anderen Leuten werfen sie dann vor, rechtsoffen zu sein oder so. Dazu werden wir nachher wahrscheinlich auch noch kommen. Also Köbersbrück wird hier ja die anderen Machenschaften von Lipmott bestimmt auch noch gleich ansprechen. Mehrere. Aber wir haben eben auch eine lange Tradition, der Ukraine zu helfen. Namen sind Rebecca Harms oder Marie-Louise Beck, die hier immer vor Ort waren. Marie-Louise Beck, Gesellschafterin von Lipmott, und Rebecca Harms, aus dessen Beirat. Man kennt sich, man hilft sich. Auf diesem Bild zum Beispiel hat unser Fotograf einen späteren Wirtschaftsminister versteckt. Aufpassen, Robert, das sind zwei ganz gefährliche Kader. Alte Genossen aus dem kommunistischen Bund Westdeutschland. Ralf Füchs und der heutige MP Winfried Kretschmann waren damals Mao-Jünger. Der KBW war so kommunistisch, dass Mitglieder Sektenbeiträge zahlen mussten, damit die Funktionäre Saab-Limousinen fahren konnten. Aber es ist schon Geld. Apropos Geld. Unsere Veröffentlichung im August 22 fand Nachhall im konservativen Magazin Cicero. KSC-Fan, schick mal bitte einen Artikel. Dann kann ich das gleich auch noch mit ins Video nehmen. Frühere Finanzminister von MacPom, Matthias Brotkorb, analysierte, hier würden Leute auf Staatskosten in die öffentliche Meinungsbildung eingreifen. Springers Welt empörte sich, der Staat subventioniere den Kampf gegen den politischen Gegner. Das meint aber einen anderen neuen Geschäftszweig von Lipmott. Unter dem Titel Demokratieleben hatte das zufällig unter grüner Leitung stehende Bundesfamilienministerium Projekte ausgelobt. So. Zufälle gibt's, also absolute Zufälle. Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Wenn es ums Geld geht, beugen die Lipmots sich auch gerne mal vor und kassieren einen üppigen Etat für ein Projekt Gegneranalyse. Das sind so Monitorings im Stil einer Feierabend-Stasi, allerhand Lesefrüchte zusammengeschrubbelt über politisch missliebige Meinungen. Und als erstes ein Besinnungsaufsatz über die Nachdenkseiten. Dieses klassisch linke Portal wird als Querfrontmedium abgeurteilt und der gleiche Autor wälzt sein Elaborat dann neuerdings auch nochmal in der Zeit als Wagenknechtiade aus. Ein anderer Projektmitarbeiter von Lipmott trägt die rohe Botschaft in den Tagesspiegel, den Journalisten, die jüdische Allgemeine und andere Medien und postet obendrein bei Twitter, früher X oder sogar umgekehrt. Warum habe denn nun so etwas wie die Nachdenkenseiten eigentlich noch Gemeinnützigkeit? Zufälle gibt's. Ja, die haben sie jetzt nämlich nicht mehr. Die wurde denen nämlich aberkannt. Echt crazy. Kurz drauf, Jahresende 22, aberkennt das Finanzamt Landau dem Trägerverein der Nachdenkseiten die Gemeinnützigkeit.
Der gemeinwohlorientierte Journalismus der NDS, der jahrelang die Steuerbegünstigung gerechtfertigt hat, sei bei erneuter Prüfung doch kein Grund. Wir fragen beim Finanzamt Landau natürlich nach und erhalten eine erschöpfende Antwort. Nämlich keine. Steuergeheimnis. Ich sehe gerade, obwohl das bespreche ich nachher mal. Lippmott erhielt für diese Gegneranalyse 316.000 Euro aus dem grünen Familienministerium. Und das ist natürlich gut angelegtes Geld, wenn man Bock hat, einfach mal zugucken will, wie eine gemeinnützige Organisation der anderen gemeinnützigen Organisation die Gemeinnützigkeit weghaut. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber ich kann ja nachfragen. Eine Woche nach unserer Veröffentlichung war mein Wikipedia-Eintrag von anonymer Hand geändert worden. Jetzt war ich plötzlich Gesinnungsgenosse des Putin-Knechts Gerhard Schröder und politisch zweifelhaft. Ich hab's geschafft. Umsichtige Administratoren löschen das Pfund Hackweder doch diesen. Das passiert meistens tatsächlich nicht. Also das könnte nur daran liegen, dass das wirklich ein ziemlich plumper Manipulationsversuch war. Aber bei anderen Leuten, da bleibt das stehen. Also Dirk Pohlmann oder Markus Fiedler, die ja darüber aufklären, was für ja, transatlantische, antideutsche, skeptische Netzwerke da in der Wikipedia Einfluss ausüben und bestimmte Interessen durchsetzen. Also deren Artikel sind immer noch verunstaltet. Und ja, auch die von vielen anderen Leuten, beispielsweise aus der Friedensbewegung und auch von Leuten, die Grünen kritisieren, sind immer noch verunstaltet. Also Küppersbusch hat Glück gehabt, dass das hier wieder gelöscht wurde. Das hätte auch stehen bleiben können. Diesen Ton fand ich auch wieder im Artikel des Lippmott-Mitarbeiters im Branchenmagazin Journalist. Die Kritik an der Staatsfinanzierung von Lippmott brachte mir eine ehrenvolle Erwähnung zwischen RT Deutsch und allerhand üblen Gestalten. Da der Lippmott-Autor, wie ich, auch für die Taz arbeitet, schrieb ich ihm, vielleicht erstmal miteinander reden, bevor man übereinander schreibt. Und so trafen wir uns in der Taz-Kantine, wo er erzählte, er habe 10 Monate für Lippmott geschrieben. Außer ihm hätten an dem hochdotierten Projekt eine halbe Stelle und ein Praktikant gearbeitet. Die Bezahlung sei lausig gewesen. Dass den Nachdenkseiten die Gemeinnützigkeit hinterher entzogen wurde, habe er nicht zu verantworten. Bis zu unserer. Nein, man schreibt Hetzbeiträge auf Bezahlung der Regierung. Diese Regierung erkennt den Nachdenkseiten danach die Gemeinnützigkeit ab. Aber solche Hetzbeiträge, die haben damit natürlich nichts zu tun. Veröffentlichung hatte die Bank für Gemeinwirtschaft bei ihren Kunden damit geworben, mit einem Konto dort auch Gutes für das Zentrum Liberale Moderne zu tun. Kurz darauf war die Seite gelöscht. Die AfD brachte im Bundestag eine kleine Anfrage ein, mit der sie nach US-amerikanischen Stiftungen und NGOs in Deutschland fahndete. Wie auch immer gerät da Lippmott hinein und so teilt die Bundesregierung mit, dass unsere liberalen Freunde zwischen 2018 und 2022 rund 5 Millionen Euro aus verschiedenen Regierungstöpfen kassiert haben. Für Projekte oder für einfach so. Thilo Jung hakt da mal nach. Also mein Geschäftsführungsgehalt, ich sage, ist verglichen. Wie ist das? Schon mal. Wo ist das? Kann man das sagen? Es ist deutlich weniger, als ich etwa in der Böll-Stiftung verdient habe. Und deutlich weniger, als Leute in vergleichbaren Positionen verdienen. Deutlich weniger. Ist es geheim? Oder kannst du darüber? Aber warum soll ich darüber reden? Die geheimdienstähnliche Gegnerbeobachtung heißt inzwischen nun etwas verträglicher Narrativcheck. Und das Thema Ukraine bleibt der besondere Fokus von Ralf Füchs. Zum Narrativcheck, um jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, habe ich tatsächlich auch schon mal ein eigenes Video gemacht, ist hier oben in meinem Kanal. Da ja, bespreche ich eigentlich nur den Artikel von Florian Warweg über dieses Projekt. Inzwischen monatlich veröffentlicht der Spiegel Füchs Besinnungsaufsätze für mehr Waffen, Regimewechsel. Da haben sich welche gefunden. In Moskau mehr schwere Waffen überhaupt. Allgemeine Ertüchtigung der Russe ist böse. Jetzt neu auch als Podcast. Die Umbenennung des Spiegel in Füchs und Foxy ist nur noch eine Formalie, natürlich nur, wenn die Regierung zahlt. Jetzt fragt euch mal, warum solche Berichte nicht mehr in der Heute-Show kommen. Oder was heißt nicht mehr, warum solche Berichte nicht in der Heute-Show kommen? Sondern warum Friedrich Küppersbusch das hier auf seinem Kanal mit, ja, nur 70.000 Abonnenten veröffentlichen muss. Ich meine, die Heute-Show hat Millionen an Zuschauern. Warum hat so etwas hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Chance durchzukommen? Ich habe jetzt die Heute-Show genommen, weil Küppersbusch da häufiger mal aufgetreten ist. Also warum hat er da wohl keine Chance, solche Berichte zu veröffentlichen?
An einem windig dunklen Herbsttag fliege ich früh morgens in ein europäisches Nachbarland. Am Flughafen heillos überteuertes Croissant, ich habe noch Zeit, aber ich bezahle es selber. 8 Stunden später habe ich eine Tapete vollgekrackelt mit Notizen, einen Stapel Unterlagen ins Mailfach bekommen, in einen Abgrund geguckt und eine beeindruckende Person kennengelernt. Unser Mann ist von Anfang an bei Litmod dabei. Als gut vernetzter Experte für diplomatische Missionen, auch in Osteuropa, warben Beck und Füchs ihn zum Gründungsmitglied von Litmod. Er teilte damals die Hoffnung, zu einer Erneuerung der liberalen Demokratie beizutragen, auf einer Debattenplattform für Freigeister. Dieser Enthusiasmus muss sich über die Jahre ein bisschen gelegt haben. Schon im 2. Jahr nach Gründung hatte er ein Projekt ausgearbeitet, Wechselwirkungen zwischen antiliberalen und antisemitischen Akteuren. Finanzierung war gesichert, Schirmherrschaft übernahm der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung und Beck und Füchs sagten, nee, machen wir nicht. Der pluralistische Anspruch von Litmod, meinte unser Mann, verkehrte sich da schon ins Gegenteil. Füchs und Beck machen die alleinigen Vorgaben und vertreten allein nach außen. Puh, ich klappe meinen Zettel zusammen, beginne erstmal einen Teller Nudeln essen. Und beim Mittagessen höre ich mehr über die Lebensgeschichte unseres Whistleblowers und wie er zu seiner Osteuropa-Expertise kam. Und nach dem Mittagessen erfahre ich, warum die Expertise nicht erwünscht ist. Zum Thema Ukraine-Krieg hatte er seine politischen Erfahrungen in einem Text zusammengefasst, der bei Litmod nicht erscheinen durfte. Beck und Füchs hätten ihn unter 6 Augen im Stil einer schlechten Zeugniskonferenz, setz dich dahin, du Lümmel, Rotstift, den kompletten Text um die Ohren gehauen, zerlegt. Er hat sich wie ein dummer Schüler gefühlt. Sein Plädoyer für diplomatische Gesprächskanäle, Bemühungen um Vermittlung seiner... Herr Rollo, nein, ich ignoriere nicht, was da bei den Bauernprotesten abgeht. Ich krieg das mit, aber... Ja, können wir gleich nochmal besprechen. Das spinnst ja wohl. Unqualifiziert abgelehnt worden. Ein Blick auf die Rolle der NATO nicht erwünscht. Der Text erschien nicht bei Litmod. Sein Fazit: Da gäbe es keine Pro- und Kontrapositionen, keine unterschiedlichen Meinungen. Das erinnere ihn eher an dieses Litmod-Projekt gegen Medien als Radikalisierungsmaschine. Erschreckend unverkennbar für ihn, Litmod selbst vertrete eine illiberale Haltung. Irgendwann ist es dunkel geworden, wir fahren zusammen mit der Straßenbahn zurück in die City, Bahnhof, Flughafen. Ich habe natürlich keine ausländischen Münzen in der Tasche, er bezahlt mir noch den Fahrschein und ich drücke die Hand eines ziemlich gefrusteten modernen Liberalen. In der Folge schreibt er mir, der Whistleblower, von Diffamierung, von Mobbing und von Rauswurf. Sein Brief an alle Gesellschafter habe auch bei einer ehemaligen Justizministerin, einem Ex-US-Botschafter, bei überhaupt keinem in dem ganzen Kreis irgendeine gute Resonanz erfahren. Füchs habe ihm persönlichen Mail im nachhallenden Du, wir waren ja mal Freunde, Ton geschrieben, tritt aus. Das wird der Mann auch tun, denn zuletzt befiel ihn eine zweite Sorge. Ständig Änderungen, Ergänzungen, Neuabfassungen bei den Steuererklärungen von Litmod. Veröffentlicht im Bundesanzeiger. Das lenkte seine Aufmerksamkeit auf Haftungsfragen. Ey, wenn man da drin ist und irgendwas würde nicht stimmen mit der Steuer, haftet man dann selber mit? Denn Litmod hat ein Schwesterchen im Schatten. Das heißt auch Zentrum Liberale Moderne, wohnt auch Reinhardtstraße, ist aber eine Fördergesellschaft und hat die Unternehmensform gemeinnützige UG. Die kann man mit viel weniger Geld gründen und ihr erklärter Zweck ist Spenden sammeln wiederum für Litmod. Das heißt also, warum spenden die Leute dann nicht Litmod und einer UG und... Litmod wird teilweise finanziert von Spendern, die das andere Litmod gar nicht kennen. Denn so unser Whistleblower, Zuschüsse der UG an die GmbH seien in den Bilanzen regelmäßig eingeplant und aufgetaucht. Er begehrt jetzt natürlich Auskunft über die Spender bei Litmod, weil er wissen will, ey, kann das sein, dass wir fremdgesteuert sind, finanziell oder wie, und bekommt zur Antwort, das Geschäft der UG gehe ein Mitglied der GmbH nichts an. Im Dezember diesen Jahres eskaliert ein Streit um die Gemeinnützigkeit von gesellschaftlichen Lobbygruppen. Die Kampagnenplattform Campact schwärzt den Bund der Steuerzahler an. Der hat es immer verdient. Wer so einseitig und tagespolitisch agitiere, der könne nicht gemeinnützig sein. Das ist eine Retourkutsche, weil Campact selbst diesen vorteilhaften Status verloren hatte. Wie zum Beispiel auch die globalisierungskritische NGO Attack, das zugrunde liegt. Ja, fällt euch was auf? Alle Organisationen, die die neoliberale Hegemonie angreifen, die Nachdenkseiten Campact, Attack, die verlieren die Gemeinnützigkeit. Aber der Bund der Steuerzahler, der CDU-FDP nahe ist, der verliert die Gemeinnützigkeit natürlich nicht.
Und Lobbyvereinigung der Rüstungsindustrie wie Förderkreis Deutsches Heer, die erst recht nicht. Liegende Urteil des Bundesfinanzhofs von 2019 formulierte dazu Leitsätze. Gemeinnützig kann danach nicht sein, wer politische Zwecke durch Gestaltung der öffentlichen Meinung verfolgt. Davon kann ja nun bei Lippmott überhaupt keine Rede sein. Leitsatz 3, politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Der Whistleblower bilanziert seine Erfahrungen bei Lippmott so, die Gemeinnützigkeit sei längst der Eigennützigkeit geopfert worden. Mod war nie gemeinnützig, das war immer ein Think Tank aus dem grünen Vorfeld. Es ist eine absolute Frechheit, dass sowas gemeinnützig ist. Die Gemeinnützigkeit gehört aberkannt. Also muss man sowieso mal überlegen, wie man dieses Gemeinnützigkeitsrecht macht, ob man da politische Organisationen generell rausnimmt oder wie man das irgendwie anders regelt. Aber ja, das kann auch keinem erklären, dass Lobbyvereinigungen der Rüstungsindustrie, dass die nicht mehr unter Gemeinnützigkeit fallen, die unter Gemeinnützigkeit fallen oder sowas wie Lippmott hier, die den Meinungskorridor in Deutschland verengen. Aber dass die Nachdenkseiten, die einfach nur eine journalistische Plattform sind, dass die plötzlich nicht gemeinnützig sind. Also das kannst du doch keinem vernünftig denkenden Menschen erklären. Nummer eins im Guten. Beck und Füchs gucke ich dafür an, dass sie ihre politisch einseitigen, aggressiven und kriegsbereiten Standpunkte wahrscheinlich genauso gut gratis und ohne Geld vertreten würden. Die können nicht anders. Aber wenn wir die beiden jetzt schon mal mit vielen Millionen Steuertalern durchfüttern müssen, dann schulden sie uns auch Transparenz. Und wenn sie gemeinnützig bleiben wollen, dann müssen sie abweichende Meinungen feiern und nicht feuern. Und wenn sie die liberale Demokratie erneuern wollen, sollen sie einfach mal zu Hause putzen. Es gibt Gerüchte, wer Spender im Hintergrund sein können, aber dafür habe ich keine belastbare zweite Quelle. Diese Recherche ist also schon wieder mal nicht zu Ende und dass sie überhaupt stattfinden konnte mit Auslandsflügen, Sprich, wir können uns auf den dritten Teil freuen, wenn bei Küppersbusch da mehr reinkommt. Finanzexpertisen, Hintergrundgesprächen, Wochen von Wühlerei verdanken wir euch, weil ihr diesen Kanal unterstützt. Danke. Und vielen Freunden, die ich namentlich gar nicht nennen kann, Roland, weil sonst morgen ihr Wikipedia-Eintrag gehackt wird. Und am allermeisten natürlich dem Mann, der an einer Stelle war, wo er sich zu entscheiden hatte und entschieden hat, zwischen Mitmachen und Haltung. Großen Respekt. Denkt euch euren Teil, schreibt ihn in die Kommentare und vor allem, kommt gut rüber. Ja, absolut. Gut, dass es Friedrich Küppersbusch gibt. Wie gesagt, wir können uns auf den dritten Teil freuen, wenn da noch mehr Infos reinkommen. Absolut, die Nachdenkseiten haben auch unglaublich viel dazu geschrieben. Ihr seht, dazu gibt es auch noch einen ersten Teil, den werden wir uns jetzt nicht ansehen. Den gibt es ja auch noch, Staatsknete für die richtige Meinung heißt das Video. Schaut es euch gerne an. In diesem Sinne, Küppersbusch TV kann ich euch absolut nur empfehlen. Und jetzt habe ich allerdings noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Ralf Füchs ist nämlich Sneaker der Mont Pèlerin Society. Hier sind die Speaker aufgelistet. Ralf Füchs ist Speaker der Mont Pèlerin Society. Hat gerade einer im Chat geschrieben und ja, es stimmt. Also unter den Speakern befinden sich auch solche Leute wie Lars Feld, Jan Schnellenbach. Wen aus Deutschland haben wir hier noch? Also Liste könnt ihr hier öffentlich einsehen. Da haben auf jeden Fall noch einige aus Deutschland dabei. Wie gesagt, Lars Feld und Jan Schnellenbach waren mir sofort ins Auge gefallen. Bei Lars Feld wusste ich sogar schon vorher, dass er dazugehörte. Einen aus Deutschland hatten wir hier auf jeden Fall noch, der mir ins Auge gefallen war vorhin, als ich das schon mal kurz nachgeguckt hatte. Justus Haukapp, hier ist er. Justus Haukapp, der ist der ehemalige Chef des Bundeskartellamts. Also ehemaliger Chef des Bundeskartellamts, Chefökonom von Christian Lindner, Jan Schnellenbach, der ist auf Twitter zumindest sehr aktiv. Was der sonst so macht, weiß ich nicht, aber ist auch ein bekannter, ja, öffentlich sehr meinungsstarker Ökonom. Also, und Ralf Füchs, also das ist ja geil. Progressiver Neoliberalismus vereint. Ja. Für alle, die sagen, ach, die Mont Pèlerin Society, was hat die denn zu sagen? Wer ist denn dabei?
Hier könnt ihr öffentlich ihre Speaker nachgucken. Und die Mitgliederliste ist natürlich noch viel länger. Die Thinktanks, mit denen die verflochten sind, sind natürlich auch noch viel mehr. Wollte ich nur noch mal zum Schluss darauf hinweisen. Ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. So, in diesem Sinne war eine interessante Recherche von Küppersbusch TV. Ist gut, dass es die Sendung gibt. Bis zum nächsten Mal.